Hallo und herzlich willkommen zurück zu Turmöl. So, wir haben in der letzten Folge unseren Felsenbohrer gekauft, mussten halt jetzt leider von der Bank einen Kredit aufnehmen, weil wir sonst nicht weiter mit wir müssen mehr aufnehmen. Wir haben noch nicht mal ein Gebiet gekauft. Ja shit. Das habe ich ja ganz vergessen. Was denkst du, was das jetzt alles wieder kostet hier? Gehen jetzt mal hier unten rein. Wenn uns natürlich jetzt einer bietet, haben wir ein Problem. Da können wir natürlich nicht mitbieten dann. So. 2000 ausgegeben, das passt. Und jetzt brauchen wir ja noch die 2000 zum Bohren. Boah, 86 Dollar haben wir noch. Die anderen sind noch bei 40.000 und so weiter. Das ist ja Wahnsinn. Aber wie gesagt, ich hoffe jetzt wirklich, dass wir jetzt was finden. Ja, jetzt warte mal, wir machen jetzt erstmal nur einen Bohrturm und kaufen erstmal schon mal ein Pferd, dass wir hier schon mal safe sind. Mir ist es nämlich schon mal passiert, dass ich zu viel gekauft habe am Anfang und dann hatte ich kein Geld mehr, dass ich weiter nach unten bohre und somit ans Öl gekommen bin. Na, ihr seht schon, das ist schon weiter unten jetzt. Ja, jetzt sind wir... Hä? Wieso? Ich habe doch den Bohrer gekauft für Felsen, wieso kommen... Ach, du Felsenbohren, es kostet auch nochmal extra. Deswegen. Ja, okay, da müssen wir jetzt schon mal schneller machen, dass wir hier an Geld kommen. Dann... Ach so, ich habe gedacht, wir haben den Bohrer schon. Das ist ja blöd. Okay, hier haben wir auch angezapft, Gott sei Dank. Dann gleich mal Pferdchen dazu holen. Das passt. Jetzt lassen wir dann trotzdem erstmal suchen und dann sehen wir ja, wenn wir auf Felsen stoßen, nicht, dass wir jetzt hier alle dann aufrüsten. Das wäre eigentlich rausgeschmissenes Geld für uns. Das ist schon mal gut, dass der Preis jetzt hier so bleibt. Okay, dann können wir den nächsten ja gleich weitersuchen lassen. Okay, hier ist eine große Ölquelle. Warte mal, hier sind wir auf Ding. Ja, jetzt bringen wir alle hier rüber. Hier sind wir über einen Dollar. Ja, das schaut gut aus. Ja, findest du nichts mehr? So, er hatte ja drüben was. Da wir das Upgrade haben, dass wir zwei Leitungen bohren können, machen wir das auch gleich. Dann sparen wir uns auch wieder die 350 hier für unseren neuen Bohrturm. Natürlich die Frage, ist das jetzt das gleiche hier oder nicht? Lassen wir mal unseren Maulwurf hier mit rein. 86, ja, jetzt geht es aber rapide bergab. Bauen wir erstmal unser Silo. Und sparen erstmal unser Öl. So, die größte Größe. Und jetzt warten wir erstmal... Nee, das ist nicht dieses... Dieses, weil er winkt immer noch. Der verschwindet erst, wenn wir... das Richtige erwischt haben. Boah, dann ist das aber verdammt groß hier. Da ist es, schaut an. Da haben wir es. So, jetzt seht ihr, wir haben es gefunden und jetzt verschwindet er nämlich. Also lassen wir mal schön weitersuchen.
Also der Preis ist so weit im Keller, das ist ja der Wahnsinn. So, Silo ist auch voll. Müssen wir gleich das nächste hier bauen. Und dann können wir nur hoffen, dass der Preis jetzt wirklich schnell nach oben geht. Hier sind wir leer. Wo hat er denn was? Hier. Also, dann müssen wir jetzt mal unseren Bohrer kaufen und gehen jetzt hier einfach mal durch. Dann müssen wir schon weiter runter. Ja, da sind wir drin. Okay. Jetzt müssen wir halt nur mal wissen, wie groß das Feld hier unten ist. Oh, das ist wirklich groß. Dann lassen wir hier auch gleich mal die Leitungen vergrößern. Und jetzt kommt das ganze Geld raus. Geld, das ganze Öl. Komm, Leute. Bringt das Öl rein, schnell. Das lassen wir mal schnell ein bisschen schneller laufen. 1,12, da geht schon wieder runter. Ah ja, jetzt hier rüber. So, lassen die Pferde auch vergrößern. So, jetzt mal schneller laufen lassen. Na, jetzt geht es da drüben nämlich auch schon wieder runter. Schaut euch das an, wie schnell hier die Preise sinken. Und vor allem, die bringen unser Silo gar nicht leer. Schaut euch das an. Ja, wir kriegen jetzt zwar viel Geld, aber die Preise steigen, gehen so weit runter. Ja, wir lassen das jetzt einfach mal so und schauen, dass wir noch so weit wie möglich kommen und dann, sagen wir im November, egal wie der Preis steht, dass wir dann, oh, jetzt ist das Silo leer, Silo voll. Shit. Wir müssen unser Zeug hier loswerden. Ich will keine Ölaustrittsstrafe. Schnell. Komm, jetzt müsst ihr es lernen, Leute. Alles raus. Mach die Silos leer. Oh, jetzt verdienen wir wirklich gut. Schau an, wir sind bei 20.000. Eine Ölaustrittsstrafe haben wir noch nicht. Also müssen wir diesmal eigentlich wirklich sehr, sehr gut verdienen. So, hier drüben sind wir jetzt bei einem Dollar. Ja, aber ich glaube, die 30.000 werden wir nicht mehr schaffen. Doch, wir schaffen sie. Schaut euch das an. So, jetzt sind wir auf jeden Fall langsam leer hier. Jetzt können wir eh nicht mehr verkaufen, weil ihr seht, wir sind im letzten Monat, also können wir hier schnell laufen lassen. Ein bisschen Öl vielleicht noch rein, aber ich glaube, mehr werden wir eh nicht schaffen. Boah, 31.000 ist perfekt. Vielleicht sind wir sogar diesmal auf Platz 1, also wo wir am meisten. Und der hätte auch noch Öl, schaut euch den an. So. Oh. Wenn ihr das komplett alles leert auf ein Jahr, dann bekommt er nochmal einen Bonus von, ich weiß gar nicht, 2000 oder was? So, Bankschulden, ja, ist schade. Wir müssen jetzt natürlich über 5000 für die Bank noch ausgeben. Das ist ja unser Kredit, den wir jetzt hier abbezahlen. Aber 26.000 ist schon mal ein sehr, sehr gutes Ding. So, wir sind wirklich Platz 1. Schaut euch das an. Ich weiß gar nicht, was jetzt die Diamanten hier wert werden. Gehen wir Landauktion, also hier unten fahren wir eigentlich wirklich sehr gut. Und hier oben die Leute eigentlich auch. Gehen wir mal hier rüber. Leute, vergesst es, überbietet mich bitte nicht. Na, schaut euch das an. Dann gehe ich dahin. So, Diamanten. Das würde uns jetzt 20.000 kosten, dass er einen Diamanten hier ausgräbt. Bis jetzt haben wir ja noch keinen gefunden. Also von daher würde ich sagen, wir lassen das jetzt einfach mal so.
So, pfeif. Oh, jetzt haben sie aber lang gebraucht, bis sie was finden, ne? Na, wie weit ist denn das unten? Wenn wir jetzt natürlich jetzt auf Felsen kommen, wäre es natürlich blöd, ja? Dann hätte man nämlich fast kein Geld mehr. Ah, jetzt finden alle drei was. Boah, 1,12 Euro gleich am Anfang. So, schnell noch ein Pferd raushauen. Ah, shit. Yes, wir sind drin. So, jetzt bräuchte man nur ganz, ganz schnell Geld, dass wir hinten, ne? 1,27. Also hier wäre es wirklich gut, wenn wir auf jeden Fall dann viel mit Silo arbeiten. Dass wenn der Preis so hoch ist, dass wir dann wirklich alles auf einmal hier hinbringen. Brauchen wir wie gesagt erstmal unseren dritten Bohrturm hier hinten. Ja, da haben wir das Öl. Perfekt. Jetzt mal hier wieder ein bisschen schneller laufen lassen. Lassen aber gleich in den nächsten auch wieder rumsuchen. 1,16. Also bringen wir es gleich hier rüber. Da sparen wir uns auch den letzten Bohrturm. Hier auch. Aber manches wird bestimmt unter Felsen sein. So, die Preise gehen runter, also werden wir uns jetzt erstmal ein Silo holen. Oh, er hat angezapft, perfekt. So. Nein! Komm, mach, lad auf! Oh Gott sei Dank, da hat man Glück. Da hat man wirklich Glück. Ah ja, jetzt schaffen sie es aber langsam nicht mehr, unsere Wagen. Sind sie ein bisschen zu langsam. Ja, hier sind wir auch drin. Oh, wo läuft die Uhr? Da. Na? Jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Ah, shit. Öl aus Dritt. Nein. Komm, geht hier hinter. Fahr. Hey, schaut mal an. Auf 7 Cent. Ey, was ist denn jetzt los? Öl aus Dritt. Hey, das sind wieder Tausende von Dollar, die wir jetzt hier ausgeben. Ja, wir verdienen aber momentan jetzt auch gar nichts, weil wir wirklich jetzt bei dem Preis nicht verkaufen können. Das wäre eigentlich umsonst die Arbeit. Aber unsere Silos sind fast voll. Das ist natürlich blöd. Wir hauen jetzt mal ein Pferd trotzdem hier rein. Der ist schon leer. Okay, dann soll der mal weitersuchen. Hauen wir mal zwei Pferde hier rein. Das machen wir gleich mal größer. Wo bist denn du? Der ist hier. Also den nächsten gleich noch mal raus, ob wir noch irgendwo Öl finden. Ja, jetzt könnten wir hier langsam mal wieder raushauen. Wo bist du? 1,16, 1,17, 1,18, 1,22. Naja, drüben fahren wir besser. Boah, 1,27.
müssten hier oben, hier unten Öl finden. Aber ich glaube, diesmal verdienen wir nicht so gut. Jetzt haben wir mal einen Maulwurf dazu. Wir könnten ja einmal hier unten mal gucken. Ah, schaut hin, da haben wir sogar Öl. Gehen wir mal hier rüber. Ich hoffe, dass jetzt hier... Ah, schaut hin, da ist das nächste. Ah, Limit erreicht. Hey, vielleicht haben wir Glück und hier ist wirklich... Nein, da ist kein Felsen drin. Perfekt. Gut, gut. Da unten haben wir Öl. Hier scheint es nämlich auch fast leer zu sein, so wie es ausschaut. Also machen wir es mal so. So, Silo bauen. Das halbe Jahr haben wir nämlich auch schon rum. Also machen wir hier mal größere Leitungen, damit wir das hier auf jeden Fall nur rausbekommen. Lassen wir mal zwei Pferde mal hier rüber. Jetzt wird es natürlich dann schon eng. Lassen unsere Wägen auch mal größer. Ah, die fahren aber auch so langsam. Schaut euch das an, da. Da, 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 da. Leute, schießt gleich über. Könnten wir nochmal ein Silo bauen? Ja. Könnten wir. Also vergrößern wir das hier nochmal. Ich glaube, dass das jetzt das ganze Öl hier wäre. Boah, wir haben nicht viel Geld eingenommen. Schaut euch das an. Das ist ja gar nichts. Das ist wirklich nichts. Vor allem jetzt macht er mal schön hin. Pumpen jetzt einfach mal hier drüben noch mit ab. Und holen jetzt einfach mal noch mehr Pferde dazu. Na, jetzt sind wir nämlich schon 1. Oktober, schaut euch das an. Jetzt könnte man nochmal richtig Geld machen, wenn die jetzt alle schnell hier drüben reinhauen. Komm, komm, mach die Silos leer, Leute. Wow, mach die Silos leer. Jetzt hätten wir halt gerade noch einen guten Preis. Ah doch, schau mal, wir sind jetzt bei 30.000. Aber so wie es ausschaut, schaffen die das nicht mehr, die Silos zu leeren bis Ende Dezember. Ja, letzter Monat. Komm, die Silo. Es wäre natürlich super, wenn wir es leer kriegen würden, alles. Ah, jetzt ist es gleich vorbei, schaut hin. Ja, okay, hier unten waren immer noch 3 Stück. Nö, es geht aber trotzdem, wir haben 33.000 verdient. Wieso macht der eigentlich immer einen Screenshot hier unten? Ich drücke doch da oben gar nicht drauf. Aber wir sind momentan, ja, Platz 1 hier mit unserem Verdienst. Jetzt müssen wir schauen, Fabrik, was gibt's denn alles? Timer, genau. Hier, da haben wir das mit dem hohen Druck, also mit dem Überlaufen vom Öl, dass wir nicht die Strafe bekommen. Verzweigung, hier hat man eine dritte Verzweigung. Falls du das ganze Öl deutlich schneller verdammt, genau, hier könnten wir unsere Rohre nämlich nochmal verbreitern. In der Werkstatt haben wir die Größe von unserem Scan. Dann könnten wir unten scannen und wären wir ein bisschen schneller, wie als die halt oben suchen. Wenn wir aber daneben klicken, ist klar, müssen wir halt nochmal einen ausgeben. Dann haben wir hier die Schnelligkeit beim Suchen. Oh, das können wir machen. Im Stall Schnelligkeit Zähler. Was ist der Zähler? Ach so.
Dass unsere Pferde schneller laufen. Tipps des Bürgermeisters. Warum, was will der dafür? Ach, 25 Dollar. Rohre müssen nicht den Boden eines Öferkommens erreichen. Schon, wenn sie verbunden wurden. Ja, das weiß ich. Was sind das für blöde Tipps hier? Falls du keinen Siloplatz mehr hast, kannst du auch die Wagen verwenden, um Öl zu lagern. Ja, das ist mir bewusst. Also die Tipps weiß eigentlich jeder Mensch. Da spare ich mir mal Geld lieber. Was bekommen wir im Saloon? Oh, Barney. Für etwas Geld kann ich im kommenden Jahr bei Ölaustritten in die andere Richtung schauen und ich vergesse die Strafe. Yeah, 650. So haben wir ja über 2000 oder 3000 bezahlt. Also wenn jetzt mal Ölaustritt, haben wir eine Strafe von 600 Dollar. Das ist eigentlich sehr gut. Okay, also Leute, das war's für heute erstmal wieder mit Turmöl. In der nächsten Folge werden wir weitermachen. Und wir können uns ja wenigstens auch schon mal ein Land hier kaufen. Oh, schaut mal an, wenn ich das bekommen hätte, hätte ich so eine gute Ausbeute hier gemacht. Nehmen wir uns einfach mal das hier. Na, das will natürlich der hier haben. Nehme ich das. Ja, überbietet euch eine schöne. Schaut mal, was ihr da zahlen müsst. Der schon, die zwei schon alleine 8000. Pff, seid doch krank, seid ihr. Hä? Wie ging... Achso, wenn man hier drauf drückt. Breite 2, Verzweigung 2, Bohrer Größe. Ja, aber schaut mal. Der hat ja eigentlich fast überhaupt noch nichts. Bohrer, Größe 3. Ja, dann seht ihr mal, was ich schon Geld ausgegeben habe für meine Erweiterungen, aber die noch nicht. Ja, okay, müssen wir jetzt mal schauen in der nächsten Folge. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir hier gut vorankommen. Jetzt warte mal, wie ist das jetzt? Ich glaube, dass wenn ein Land rum ist, also eine Provinz, dass dann irgendwie eine Abstimmung, dass wir so viel Geld zahlen, dass wir Anteile vom Rathaus bekommen. Irgendwie so war das, glaube ich, in dem Spiel. Werden wir sehen, wenn wir zum Ende von der zweiten Provinz hier kommen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal noch dabei. Euch noch einen schönen Tag, macht es gut, tschüss. Tell me that you love me, even if it's fake.